Nein, lass es, ich mach gar nichts. I don't know what to do. No! No, we've been through so much. Come on, I don't want to go out like this. Chris, please! Nein, ey, sorry, ich... Nein, ich... Warum? Es ist Scheißsituation. Oh Gott, nein. Was? Ich hab nichts... Nein! Josh, I'm so sorry. I didn't mean for this to happen. Ich hab gar nichts gewählt. I'm coming, Ash. I'm gonna get you down. I'm letting you down. Shh. Ich hab... Come on. Let's get you down. Come on. We're gonna get you out of here. Oh Gott. No! Hätte er nicht einfach die Füße hochnehmen können? Also wirklich richtig hochnehmen? Oh man. Fucking everywhere. What? Oh my god, Chris. What? And I killed him. Whoa, Chris. I killed him. It was my fault. No, this is insane. We need to go get some help. We cut right in half. We're gonna figure this out. Matt, we need to go get help now. Em, we should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Fine, you're right. Get everyone else together, but if there's a maniac running around, I think we need to get some help too, right? Not just wait around. But what about... Why are we still talking about this? Let's go! Bullshit. Der Clown kommt näher. Hello again. Things are getting pretty tense up there, aren't they? Is the night going the way you hoped it would? Natürlich nicht. People are getting what they deserve. I'm trying to help you. And this game you're playing, you understand that it's not good for you. It's not good for anyone. And I can't say that you're being particularly honest in the way you're playing. What the fuck? Do you intend to continue with this elaborate self-indulgence? Do you even believe that I am real? You are real. The heart of the problem is comes down to this. Can you really tell the difference anymore? I doubt it. Oh.
das ist... Also... Ja, das haben wir gesehen. Spooking for one night, okay? I see a hot bath in my crystal ball. So have fun. Well, we can do this! Jessica! Oh my god! Oh my god! Shit. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? Prey. Six hours until dawn. Jeez. That's not good. That's really not good. Oder irgendein Perverser. Der wirkt jetzt schon ein bisschen in seinem Unterhemd wie Nathan Drake. Und er muss sich beeilen, sonst friert er sich noch zu Tode. Haben wir hier drüben irgendwas? Irgendein Punkt von Interesse? Ja, klar, das Tor. Ah, nee, ein Totem. Was ist das? Condemned. Why wouldn't I end up in the creepiest place on planet Earth? Condemned. It's deemed unlawful for any person to use or occupy the structure forthwith. 1954 schon? Okay. Ja, ganz schön lange kaputt. Mysteriös. Hier gibt es bestimmt keinen guten Kaffee. Die Frage, wie komme ich da hoch? Hm.
bin gerade etwas irritiert. Ach ja, lauter Totems. Alter, was zum Hölle? Different. Natürlich. Wahrscheinlich ist das Sanatorium von Outlast. Da hinten habe ich was blinken sehen. Was hier durch? Admin. Klar. Ah, das ist alles so creepy. Attending physician Dr. NHF Bowen. Medical report. Report follower. Follows re. The initial state of the 12 miners after collapse of the mine. Subsequent. Substrate rescue at Blackwood Pines. Admittance on receipt of 12 patients at the sanatorium's medical facility. We had fully expected to find emaciated shells of men starved and confused. Thankfully, the miners appeared cogent and relatively healthy, attributed to the apparent discovery of emergency food supplies in the mine. Inhibited respiratory function was detected, blah blah blah. Psychologically, after being trapped for 23 days, the shock of reintegration has been difficult for some of the group. Though their outward health is better than expected, they do seem affected by their time in the mine. Treatment, blah blah blah, signed Dr. Ligaspo. Okay. Let's go. Ich nehme es mal in die Hand, kann ich das drehen? Ah ja, hier.
One of those guys actually tried to bite me. I'm going to report it to Dr. Bowen. Also Kannibalismus auch am Start. Ach, das wird ja immer besser. Jetzt kommt noch Freddy Krueger um die Ecke und tanzt mit Jason Tango. Ach, ja. Cooler Effekt. Jetzt muss ich nur noch irgendwas machen, dann bringe ich es um. Irgendwas auf diesem Stuhl. Ja, solche alte Gemäuer zu untersuchen, das ist nie gesund. Ja, da komme ich jetzt nicht hin. Warum bewegt sich da die Hand? Komm schon. Ich will die nicht amputieren, nein. Arschlochfalle, ey. This place just gets better and better.
Emergency Medical to Nicholas Bowen. Ah, okay. Attacked by inmate. Fatal laceration to throat. Er wurde zu Tode gebissen. Da springt irgendwas gleich raus. Ich schwör's euch. Und ich werde es hassen. I hereby certify I attended disease from March 1951 to February 2. Last saw the life in February. Einfach mal laden lassen, während ich den Rollladen runter mache. Das ist auch sehr schön. So. Alles gelesen. Was steht hinten drauf? Additional notes. Body was not discovered until 6 to 8 hours after death. Section of the intensity and kidneys were apparently eaten by... Okay. Also haben die Miner nicht etwa irgendwelche komische Essensreserven gefunden, sondern sich selbst angefangen zu essen. Aber gut. Erschrecken! Erschrecken! Ja. Aber da erschrecken wir jetzt. Oh, fuck sick! That's what I say. Will. Hm, die Stempelkarte. Okay, let's check this out. Hat er sonst noch was? Na. Sonst ist der Typ mausetot. So, die Runde machen wir jetzt noch zu Ende und dann ist gut. Was haben wir hier? Ja, komm. Nimm wieder mitnehmen! Dankeschön. Nimmt den wieder mit. Sehr gut. So,
keep the wolves fat and happy. Okay, also anscheinend ist der Typ, der hier lebt, entweder einer von den Miners. Ne, wobei halt, nee, das ist 15, das stimmt. Also der wird wahrscheinlich, also entweder ist der Typ jetzt steinalt, oder es ist irgendein Einsiedler. Oder natürlich, es kann auch ein Patient sein, der hier gelebt hat. Oder es kann auch ein Mörder sein. Aber ich glaube nicht, dass es der Typ ist, der Jessica entführt hat. Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Nein. Ach, was soll's. Anscheinend haben wir genug Munition. Coole Lichteffekte übrigens. Muss ich ehrlich mal sagen. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Oho, schon 11. Ja gut, dann werde ich noch bis zum Ende dieser Episode spielen. Also entweder bis zu diesem Tod, also bis zum Tod von ihm. Oder... Nein! He's playing tricky games. Hey, it's locked. The hell, who did that? Then there's some seriously uncool shit going on up here tonight. Na gut. Der Typ ist durch. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Was heißt kurze Pause? Nein, wir machen jetzt eine Pause, bis ich das nächste Mal wieder spiele. Und bedanke mich wirklich bei allen Leuten, die mir zugeschaut haben und alle, die mir auch in Zukunft vielleicht zuschauen werden, ganz besonders bei meiner Zuschauerin aus Stuttgart-Gegend. Yeah. Und allen anderen natürlich, ihr seid herzlich willkommen, immer wieder zuzuschauen, folgt mir doch einfach, ich würde mich freuen. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend und eine gute Nacht. Gehabt's euch denn wohl.